Hallo lieber BR, hier ist Marc Forster und das hier ist die inoffizielle, aber sind wir mal ehrlich, undercover, offizielle Hymne zu deiner Eröffnung. Cool, dass es geklappt hat. Schade, dass du nicht hier bist erstmal, wa? Ja, schade. Wo seid ihr denn? Seid ihr im Studio oder seid ihr auch zu Hause? Ne, wir sind in Berlin im Studio tatsächlich. Wir sind alle durchgetestet worden hier. Wir dürfen nebeneinander sitzen, ja. Aber Marc, wir starten mal direkt rein, weil du bist ja eigentlich bei uns. Ne? Mit deinem ekelhaften neuen Ohrwurm. Schämst du dich ein bisschen dafür auch? Ekelhafter neuer Ohrwurm. Das ist, könnte vielleicht ein guter Albumtitel sein. Also wir feiern ihn schon hart, aber du weißt, es ist... Alter, hier, ne? Der geht nicht mehr raus jetzt, ja? Ja, das freut mich natürlich sehr. Also, es ist ja so ein bisschen aus der Not entstanden, das Lied, ne? Ich wollte ja eigentlich dieses Jahr keine neue Musik rausbringen und noch nicht mal neue Musik machen. Nur, ich hab halt extrem viel Zeit. Also, wir dürfen ja nicht auf Tour gehen. Ich hätte ja letzten Samstag, diesen Samstag, mein erstes Stadionkonzert gespielt in Kaiserslautern. Auf dem Betzenberg. Wir wären schon den ganzen Sommer unterwegs gewesen, wir hätten schon eine Clubtour hinter uns. Das ist alles ausgefallen und jetzt verbringe ich meine Zeit im Studio und mache Songs. Und ich freue mich natürlich, dass das Übermorgen so krass beliebt ist. Das hätte ich natürlich so nicht mit gerechnet. Knallt hart rein. Sag mal, ist aber so ein bisschen so ein Love-Song, ne? Oder haben wir das falsch interpretiert? Wo kommt die Inspiration zu dem Song? Ja, das wollen wir ja nur wissen eigentlich. Ah, das ist eine gute Frage. Natürlich sozusagen bei mir ist ja, alle meine Songs handeln von mir. Ne? Und was bei mir so los ist, ich bin ja so eine Art Mensch, so ich singe ja relativ offen über mein Leben und erzähle immer so, was bei mir so los ist in den Songs, aber ich quatsche da nicht so drüber in Interviews. So funktioniert das für mich ganz gut, weil ich habe das Gefühl, wenn ich da auch noch so drüber reden würde die ganze Zeit, dann wäre ich so, müsste ich mich so beschneiden in den Songs und müsste da irgendwie so aufpassen. Und ich passe auf irgendwie, wenn ich rede, aber ich passe nicht auf, wenn ich singe. Sehr schön. Sag mal, jetzt hast du schon gesagt, du wärst eigentlich gerade auf Tour und auf Konzerten. Wie sehr vermisst du das? Also... Das Kompensieren mit Songs machen ist ja schon ein bisschen was anderes. Ja, es ist. Ich war ja die letzten 7, 8 Jahre immer jeden Sommer unterwegs und es wurde immer mehr und mehr und mehr. Und meistens auch im Frühling und im Herbst. Das heißt, diese Gang, die da mit mir das ganze Jahr rumrollt, ist wirklich ja mehr als nur eine Arbeitsgemeinschaft. So, wir sind ja wirklich eine kleine Family, so, ne? Und wenn man die einfach nur noch so selten sieht, dann dann fehlt es einem sehr. Und irgendwie auch dieser Austausch mit dem Publikum ist, fehlt mir mehr, als ich dachte. Ich glaube mittlerweile, dass es so ist, dass man wie so ein Abhängiger ist irgendwie. Also es ist so, ich glaube schon, dass so bei jedem Konzert schon was ausgeschüttet wird im Körper. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt Endorphine sind oder was auch immer das ist, aber mir fehlt körperlich was. Ich merke, dass ich das mehr brauche, als ich dachte. Und dass ich weiß nicht, was passieren wird, wenn wir das alle wieder dürfen. Denn das wird eine Explosion. Ich fahre dann wahrscheinlich gar nicht mehr nach Hause, sondern bin nur noch unterwegs. Und mit dem Gefühl im Bauch, Tim Bensko hat ja jetzt dieses Experimentkonzert gemacht, ne, wo er ganz viele eingeladen hat und dann gab es verschiedene Durchläufe, wie es am besten funktioniert. Könntest du dir sowas vorstellen unter diesen Bedingungen oder was war dein Gefühl, als du gelesen hast, okay, 4000 Leute kommen da zusammen? Ja, erstmal krass. Also natürlich, irgendwie, man ist jetzt irgendwie eher so dran gewöhnt, dass irgendwie einfach alles abgesagt wird. Dass man sagt, nein, 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 Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Aber jetzt ist die Situation ja, wie sie ist, ja schon mittlerweile seit ein paar Monaten. Und eigentlich macht es ja Sinn, mal was auszuprobieren. Mal zu gucken, okay, gibt es denn irgendwelche Möglichkeiten unter der Bedingung, dass das jetzt nicht alles auf einmal verschwunden ist, sozusagen. Ne? Weil es scheint ja nicht so zu sein, dass,
dass Corona jetzt einfach verschwindet und weg ist, suddenly. Oder dass irgendjemand was Geiles erfindet und es ist dann alles wieder normal. So scheint es ja nicht zu sein, sondern wir, auch wir sozusagen, die wir Konzerte und Veranstaltungen organisieren, müssen ja mal checken und uns mal was überlegen. Und dann finde ich das cool, dass sich da Tim zur Verfügung stellt, da zu helfen. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, was da rauskommt. Wir müssen ja gar nicht auf dich verzichten. Ich gebe es ja jetzt zweimal in Berlin. Ja, wobei, hast du schon gesehen? Was? Du gehst ja wahrscheinlich jetzt Wochenende zu Madame Tussauds. Oder? Die sieht ja echter aus als du selbst. Normal sind die Menschen, die da gemacht werden, so Nicki Minaj und so, man denkt immer so, ja. Auf eine Art kann man sich vorstellen. Mit viel Fantasie, aber du siehst aber, also du siehst, wenn du daneben stehst, ne, bei diesem, auch diesem Pressefoto, denkt man so, okay, wer, ich glaube, das ist der echte eigentlich, ne? Wie war das? Das ist krass. Das ist wirklich krass. Ich fand es erstmal krass, wie die das machen. Also man macht das ja, man wird ja gefragt, sozusagen, willst du eine Wachsfigur bei Madame Tussauds haben? Wie weird ist das überhaupt schon? Ist der Ritterschlag, ne? Ja, genau. Und dann, du kriegst übrigens kein Geld, du bist einfach, man macht das einfach so für Ruhm und Ehre. Willst du das machen? Und ich so, ja, ja, okay. Kein Geld, ich bin dabei, ey. Und dann habe ich das so zugesagt und dann kommt da so eine Delegation aus London vom Original Madame Tussauds. So, da war so ein älterer Herr, so mit so grauen Haaren, Engländer und noch so zwei Ladies. Und die vermessen dich dann 6 Stunden. Ich stand dann so fast nackt auf so einem Holzpodest, immer in dieser bescheuerten Position, die ich dann jetzt auch als Wachsfigur habe. Und dann vermessen die dich. Dann haben die so unterschiedliche Zähne und gucken, wie gelb sind die Zähne, wie sind die Augen. Die Barthaare checken die dann so ganz genau und natürlich jedes Maß, sozusagen, also fast jedes Maß. Gab es da irgendeinen Moment, der dich krass schockiert hat? Irgendwie so, wow, fuck, so gelb sind meine Zähne oder irgendwie? Ja, also das erste Foto, das wurde ja dann tatsächlich in London hergestellt und das erste Foto von der Wachsfigur hat mich dann sehr schockiert, weil ich extrem dick war. Ich habe dann so gesagt so, yo, Leute, okay, ich weiß, ich bin jetzt hier nicht, keine Ahnung, ich bin schon eher Kategorie Plautzbär, aber so dick bin ich jetzt auch nicht. Und dann haben die mir erklärt, dass jeder hat so 15, 20 Kilo mehr drauf bei dem ersten Foto, weil wenn die das dann so trocknen und fertig machen, geht die so noch zusammen, so die Wachsfigur. Das heißt, haben die dir gesagt, ne? Erstmal dicker. Und, aber jetzt die Originalfigur, die jetzt bei Madame Tussauds steht, die, mit der bin ich sehr zufrieden, die schmeichelt sogar meinen Applaus ein bisschen. Jetzt kommen wir nochmal zu deinem Song, zum großen Finale zurück, ja? Ja. Heute, morgen, übermorgen. Wir haben uns den Text angeschaut, ja? Und ja. Angehört auch. Auf diverse, also erstmal angehört und dann natürlich nochmal die Lyrics und der so, Moment mal. Also es geht in gewisser Weise schon um eine Liebesstory irgendwie, aber wir glauben ja gar nicht irgendwie an Girl oder an irgendeine Person, sondern du hast doch eigentlich die Hymne zur Eröffnung des BERs getextet. Heute Morgen, übermorgen. Stimmt. Ich denke an 2050. Ja, und wir gehen durch Feuer. Und ich sehe 2050 vor meinen Augen. Ja. Guck, wie weit wir es schon geschafft haben. Ja. Doch, ich glaube, es ist nur der Anfang. Ja. Keine Träne ist hier umsonst. Ich weine vor Glück wegen dem, was kommt. Ey, no joke, ist richtig gut. Ja. Weißt du, du hast ja normalerweise ein perfektes Gefühl für so eine EM-WM-Hymne, mussten wir dieses Jahr drauf verzichten. Ja. Aber wenn wir was feiern können in diesem Jahr, ne? Ja, so. Dann ist es die Eröffnungs-BR. Wirklich? Also, lieber Flughafen BR, wenn ihr das, die sehen das ja wahrscheinlich. Natürlich. Also davon gehe ich jetzt mal aus. Ihr könnt euch gerne bei mir melden und das könnte doch so eine Melodie sein für einen Fahrstuhl oder so. Weißt du, das ist immer, wenn du im BER mit deinem Koffer einen Fahrstuhl fährst, das ist dann Ding, Ding, Ding. Oh, oder das wird, bevor die Durchsage kommt, sozusagen, also gar nicht der ganze Song, sondern es macht einem im Flughafen einfach Ding, Ding, Ding. I'm like fly to Los Angeles, bla 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 bla. Los Angeles von Berlin, Alter. Ja, gut. Nächster Flight to Warschau. So, ja, geil. Also, wir haben natürlich schon weitergedacht und wir haben so leichte Modifizierungen am Text vorgenommen. Also, eigentlich passt er ja natürlich schon, ne? Ja. Und folgende Situation ist uns eingefallen da.
Hab mir verboten zu glauben, dass es dich gibt. Ja. Doch kann's nicht erwarten, bis mal endlich was fliegt. Wirklich, ist wirklich nicht schlecht. Welchem Leben nicht drauf gekommen. Aber wirklich nicht schlecht. Hallo lieber BR, hier ist Marc Forster und das hier ist die inoffizielle, also wenn man ehrlich an der Körper, offizielle Hymne zu deiner Eröffnung. Mir verboten zu glauben, dass es dich gibt. Doch ich kann es nicht erwarten, dass endlich was fliegt. Cool! Super Typ! Gibt's noch irgendwas Krasseres, was du dir vorstellen könntest für 2020? Was könnte dieses Jahr noch mega crazy passieren? Ich meine, es sind so viele verrückte Sachen schon passiert, als der BER eröffnet vielleicht wirklich. Keine Ahnung. Also was ist das, was für dich jetzt am wahrscheinlichsten ist? Sowas wie, keine Ahnung, Aliens landen? Es ist wirklich wenig auszuschließen in diesem Jahr. Jetzt außer vielleicht, dass der SFC Kaiserslautern irgendwie eine gute Saison spielt, wenn es wieder losgeht. Da bin ich mir relativ sicher, was passiert. keine Ahnung. Ich bin mal gespannt. Also Nico Santos singt jetzt auf Deutsch. Never. Ray und Samu sind in einem Team bei The Voice of Germany. Verstehst du? Es gibt eine Musikshow auf RTL mit Thomas Hermanns. Bayern gewinnt 8-2 gegen Barcelona. Leute, alles da. BER eröffnet. Also ganz ehrlich, das ist so wie, als wenn jetzt irgendwie ein Comedy-Autor mit dem Kopf in die Tastatur gefallen wäre oder so. Alles ist möglich. Vielleicht, weiß ich auch nicht, Sido zieht seine Maske wieder auf oder so. Oder Sido hat jetzt die alte Panda-Maske von Crow geklaut und setzt die wieder auf oder irgendwie sowas könnte noch passieren. Scheint realistisch. 2020 ist alles möglich. Alles ist möglich. Marc Forster, herzlichen Dank, mein Lieber. Ne? Hoffentlich ich bald danke mal euch. Wieder in Real hier bei uns im Studio. Freuen wir uns sehr, ja? Ja, ich freue mich sehr, euch mal wieder zu besuchen. Ja, Mann. Und dann spielen wir eine neue Runde Forster oder Förster. Ja, geil, Leute. Bis bald. Ja. Ciao.